Ja, buenos dias, meine Freunde. Hallo nach draußen. Willkommen wieder mal zu einer Aufnahme von Minds of Mars. Wie du vielleicht mitbekommen hast, läuft heute zeitgleich auch Kampfraupen. Das machen wir deshalb, weil ich jetzt in Zukunft mir vorgenommen habe, bei Minds of Mars einfach immer mal ein bisschen zu spielen und dann auf eure Kommentare zu warten. Ich habe einfach viel zu viel vorher aufgenommen und das bei einem 3-Tage-Rhythmus. Das zieht sich viel zu lange hin. Und deswegen habe ich jetzt mir vorgenommen, erstmal auf eure Kommentare zu warten und dann immer mal so aufzunehmen und wieder neu zu veröffentlichen, wenn ich neue Infos habe. So. So machen wir das jetzt mal. Und jetzt haben wir, pass mal auf, ich habe jetzt Folgendes gemacht. Und zwar habe ich Bronze gefunden. Ich habe eine Bronzeader gefunden. Und irgendwo ganz tief unten habe ich eine Bronzeader gefunden. Das heißt, wir können hier mit 15 mal Bronze und 10 mal Opal den neuen Helm bauen. Aber genauso gut kann ich auch mit 8-mal Bronze. Ach, guck mal. Wir können beides bauen. Wir können beides bauen. Ich nehme mal zuerst den Helm. Wir bauen uns jetzt mal den Helm. Hallo. Ah, eine gute Wahl. Dieses USA-Defogging-Upgrade wird deinen Blick im Untergrund erweitern. Es brauchte für immer dieses Zeug zu bekommen. So sollte es dauerte so lange, so ewig es zu bekommen, also sollte es auch wert sein. Don't worry about that, you'll be seeing like before the smog engine is. Du wirst sehen wie vorher. Der Smog, weiß ich nicht, ist 23, 24, keine Ahnung. Ist jetzt 22, 28? Ach ja, alles klar. Also wahrscheinlich hat es nichts gebracht. Naja. So, und jetzt können wir mal gucken. Jetzt machen wir noch das Portal Typ B, denn Schox hat mir dazu geraten. Guck mal, das heißt, wir brauchen jetzt eh neue Materialien, um den neuen Helm zu bekommen. Guck mal, wir können es uns leisten, dann machen wir das auch. Damit können wir nämlich ein neues Portal kreieren, hat er mir erzählt. Also geschrieben. So, hallo, was haben wir denn da? Schau an, meiner. Portale sind ein Segen und ein Fluch, glaube ich, heißt das. Achso. Das Planeten Wildleben wurde kreiert durch ein Portalsystem. Also nutze ich das feindliche Portalsystem? Ja, genau. Also erwarte Widerstand. Aha. Alles klar, jetzt gucken wir doch mal. Ach, schau an. Jetzt haben wir. Das ist also das zweite Portal da unten. Ich gehe noch mal. Ach, komm, wir gucken uns das mal an. Wir schauen uns das einfach jetzt mal an. Was? Der Fuck? Wie, was war das jetzt? Nochmal? Was zur Hölle ist denn da passiert? Unsere Gesundheit leidet zurzeit. Aha. Sitzt da etwa ein Feind? Sitzt uns da ein Feind im Nacken? Ja, tatsächlich. Aha. Aha. Oh, aber guck mal. Oh. Aber schau doch mal. Das ist ganz rechts außen, deswegen das Problem, wir sehen es schlecht. Aber guck mal, unsere Sichtweite ist ja erstmal der Hammer, grundsätzlich schon mal. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das mal. Nehmen wir uns den hier mal vor. Ah, da können wir uns gleich heilen. Das ist gleich das nächste. Nach oben, das bringt so nichts. Dann hauen wir den mal weg. Und das werden wir natürlich auf mehr Gegner treffen, wahrscheinlich. Okay, haben wir das? Ach, guck dir das an. Ui, das sieht gut aus. Gucken mal, ob wir da oben hinkommen. Oh, da können wir gleich mal von hier aus aufräumen, die ganze Geschichte. Haben wir es? Haben wir nicht. Aber es ist schön zu sehen, dass wir richtig weit schauen können jetzt. So, jetzt gehen wir nach oben vor. So. Und dann gehen wir mal richtig, das sind wir, glaube ich, zumindest auch ganz oben. Ne, es geht noch weiter hoch, glaube ich, ne? Ja, alles klar.
Dann gehen wir mal so weit wie möglich nach oben. Und dann graben wir hier rechts einfach mal alles ab. Und wir werden jetzt einfach Folgendes machen. Ich werde dann immer fragen, was machen wir als nächstes? Was ist das Beste als nächstes? Und ihr könnt mir das immer in die Kommentare schreiben. Und dann könnt ihr mir quasi sagen, wie ich am besten vorankomme für die nächste Zeit. Das Portal ist also deutlich tiefer jetzt. Es ist natürlich die Frage... Achso, müssen wir wieder nach Hause gehen. So, okay. Hopp. Alles klar. Dann heilen wir uns hier gleich mal und sammeln uns auch wieder Munition ein. Das ist gut, alles klar. Ach, und wir haben eine super Sichtweite. Das ist ja richtig klasse. Okay, haben wir das? Ammunition. Haben wir das? Geh nochmal in den Keller. Ich glaube mal, fast irgendwann werden wir, wenn wir da oben graben, wieder da rauskommen, wo das andere Portal ist. Hopp. So. Ja, guck mal, hier gibt's Stein ohne Ende. Oh, halt. Hopp. Wenn wir nämlich nach oben graben, haben wir dann einfach den ganz, ganz, ganz großen Vorteil, dass wir nach unten, um nach Hause zu kommen, einfach nur fallen müssen. Das ist mir deutlich lieber als das Verschwenden. So, wir graben uns mal hier rein. Von Fuel. So. Schön nach oben gehen. Wenn wir nicht einfach nur runterfallen, brauchen wir dafür überhaupt kein Fuel. Und kommen viel, viel besser nach Hause zurück. So langsam müssen wir ein bisschen mit Strategie denken. Hier nützt einfach alles nichts. Aber ich glaube, bei da unten sind dann auch die Rohstoffe, die wir brauchen. Und eigentlich ist hier nach oben buddeln wahrscheinlich... Warte. Lass mich raten. Hier waren wir schon mal. Oh, was ist denn das? Aha. Das kommt mir doch bekannt vor, hier waren wir schon mal. Ja, tatsächlich, hier waren wir schon. Aber ich habe da gerade drin was gesehen, was ich noch nicht hatte. Aha, ein bisschen Fuel haben wir ja bekommen. Ein bisschen Lebensenergie. Jetzt wird das ja interessant. Ach, guck mal. Hier waren wir drin schon mal. Wir haben hier drin auch schon mal ein Endmonstervieh bekämpft. Bin ich mir fast sicher. Da bin ich mir sicher. Guck mal, ich werde langsam geübter darin hier. In diesem Spiel. Das ist jetzt alles durch die Lampe erst überhaupt zu erkennen. Ja, ja, ich merke schon. Jetzt ist hier das Riesenvieh wieder da. Wahrscheinlich. Ja, natürlich. Scheiße. Ach, hier wollte ich hin. Was ist das? Was ist das? Ich bin nicht sicher. Es fühlt sich warm an. Ich habe so etwas wie das noch nie gesehen. Was könnte es sein? Es fühlt sich an wie eine statische elektrische... Als würde Elektrik dadurch fließen. Durch meinen ganzen Körper. Bleib da dran. Okay, wir haben also erstmal was gefunden. Jetzt weiß ich aber nicht, was es ist. Wir gucken mal, wir speichern mal, bevor wir sterben. Wir haben es aber scheinbar nicht im Dingens drin. Das habe ich nämlich erst nicht gesehen, als wir schon mal hier drin waren. Das Riesenvieh kriegen wir aber kaputt, glaube ich. Das hatten wir schon mal. Oh nein, aber nicht ohne Munition. Nein! Oh, nicht ohne Munition, nicht ohne Munition. Schnell weg. Ach, gucke mal. So geht das nämlich, das Spiel. So wird das nämlich, was? Hopp. Und hopp. Und jetzt fliegen wir zurück. Gehen wir mal, komm, wir gehen mal hier drauf. Okay, das bringt uns immer noch nichts, aber da muss es bestimmt hin. So, jetzt laufen wir hier nach rechts und dann brauchen wir nur noch einfach runterstürzen. Ja, das brauchst du nicht abbauen.
Heini, komm. Ach, hör doch auf jetzt hier, komm. Hüpfen sollst du, hüpfen. Hüpfen sollst du. Ach, das funktioniert überhaupt nicht. Also die Tastatursteuerung ist ja für den Arsch hier, ehrlich mal. Komm. So. Jetzt hier schön nach rechts laufen. Dann genau irgendwo geht's... Ah, ah ja. Geht's irgendwo runter. Jetzt machen wir einfach mal so. Wir bauen das einfach mal nach unten. Aber ich weiß nicht ganz so... Warte mal. Ich weiß gar nicht so ganz genau, ob das hier gut ist so. Ach komm, wir bauen es einfach mal hier nach unten. Damit wir schön gerade nach oben fliegen können nachher. Wie gesagt, runterfliegen braucht kein Fuel. Und dann haben wir, also wenn wir von oben nach unten zum Portal bauen, ganz gute Möglichkeiten. Wir sehen hier, da drüben liegt also jede Menge Eisen noch rum. Da liegt noch ein bisschen Opal rum. Hopp, da haben wir Amethysten. Hier haben wir also Eisen. Ja, ja, ach komm, das gehen wir von oben nach unten dann an später. Da ist unser Portal, unsere Portalwand. Da ist auch nochmal Kupfer. Ach ja, da ist nochmal Kupfer. Bevor ich so dumm bin und jetzt diesen Stein davor abgrabe. Das nehmen wir natürlich noch mit. Diese 18 mal draufschlagen kriegen wir hin. So. Hier geht's rein. Da ist das Portal. Wir fliegen mal nach Hause und dann checken wir mal, was das ist. Ey, Robo! Erzähl mal, was haben wir denn hier gefunden? Hallo. Hey, little guy. Bist du auch hier gefangen? Ja, ich wurde hierher geschickt, ja, ja, um nach dir zu schauen. Super, danke. Ganz, ganz toll. Prima. Dann haben wir ein Relikt gefunden, glaube ich jetzt mal. Dann haben wir mit Sicherheit irgendein Relikt gefunden. Keine Gems. Wir haben aber ein bisschen Bronze noch. Guck mal, einmal. Dann schauen wir mal hier rein. Jawohl. Aber was das ist, weiß ich nicht. Ach, das ist aber eins von ganz vielen Teilen, wie es aussieht. Ach, guck mal, da haben wir doch ein bisschen was geschafft in dieser Folge. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, auf was ich als nächstes achten muss, was ich tun könnte. Ich werde mich in der kurzen Zeit einmal mal heilen und werde jetzt so zwischenzeitig immer mal zwischendrin einfach ein bisschen weiter abbauen und Rohstoffe sammeln. Und einfach jetzt abwarten, bis eure Kommentare da sind. Ich habe das jetzt, diese Folge jetzt habe ich aufgenommen, heute ist, kann ich gar nicht so genau sagen, noch vor Juli auf jeden Fall. Du wirst aber erst im Juli irgendwann sehen. Und habe ich also ein bisschen vorgespielt, aber jetzt warte ich eben erstmal, weil ihr habt völlig recht, das macht keinen Sinn. Ich kann so ein Spiel hier nicht Wochen und Monate vorspielen. Das bringt einfach nichts, weil ich auf eure Kommentare angewiesen bin am Ende bei diesem Spiel. So, das heißt, wir speichern mal. Jetzt checken wir mal, ob ich beim Craften, das will ich so schnell sehen, ob ich dieses Schrotgewehr da schon bauen kann. Das wäre, denn Shox hat ja gesagt, man sollte auf gar nicht, sinnlos ist es halt nochmal die Pistole zu bauen, die haben wir ja schon. Aber gucken wir mal. Dafür bräuchten wir noch 8 mal Bronze und dann können wir auch das bauen. Und genauso werden wir es auch handhaben, das machen wir. Die Bronze sammle ich. Hier bräuchte ich mal Emerald. Das können wir auch bauen, aber dafür brauche ich auf jeden Fall noch Emerald. Und dann gucken wir mal, was wir hier so haben können. Also hier brauchen wir Kobalt und Emerald. Hier brauchen wir Stahl, davon haben wir schon 2. Ruby, Kobalt und Emerald. Und hier brauchen wir Stahl, Ruby und Saphir. Ja, gut. Dafür, also wir können ja einfach nichts mehr bauen, weil wir das... Hier bräuchten wir noch Bronze, Kobalt und Emerald. Und hier brauchen wir Rhododit. Und dafür brauchen wir Kobalt. Also, mal gucken. Müssen wir ein bisschen Rohstoffe sammeln. Auf jeden Fall, danke fürs Zusehen. Lass es dir gut gehen. Bleib mir schön gesund. Hau rein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.